Hi, ich habe gestern ein Video gemacht zum Thema Alleine sein in der Wohnung und ich mache ganz kurz die Einleitung, weil gestern am Anfang, ihr werdet es gleich sehen, ich denke so, wenn ich mir das angucke, als wenn ich gleich einschlafe am Anfang, weil als wenn mich irgendwie dazu zwingt, dieses Video zu machen, aber ich habe es wirklich gern gemacht und deswegen hier eine kleine, etwas lebendigere Einleitung und jetzt geht's weiter zum Video von gestern. Viel Spaß! Video, habe ich mir gerade spontan überlegt, weil ich voll das interessante Thema im Kopf habe und zwar geht es um Alleine sein. Genau, weil ich bin nämlich gerade ein paar Wochen alleine hier in der Wohnung. Meine Mitbewohnerin ist ausgezogen und Mitte August kommt eine neue Mitbewohnerin und ja, so 3 Wochen habe ich jetzt zum Überbrücken. Und alleine sein ist genau mein Triggerpunkt. Also das ist das, was ich nicht gut kann und was mir Angst macht in gewissen Dingen. Also einerseits, ich mag das total gerne auch für mich zu sein und Zeit für mich zu haben, aber beim Wohnen ist das, merke ich immer eine andere Sache. Wenn ich alleine wohne, ist es echt nicht so cool. Genau. So, gut, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, aber das brauche ich gar nicht sein. Was will ich sagen? Also, ich habe ja zufällig eine Liste gemacht, ne? Ja, genau. Ich hatte nämlich gerade eben einer Freundin aus Hamburg eine Sprachnachricht gemacht über WhatsApp, wo wir darüber geredet haben, weil bei ihr ist es so, dass sie halt jetzt gerade alleine in eine Wohnung zieht aus einer WG und sie findet das total toll. Und bei mir ist es halt gerade so andersrum. Ich denke so, Mann, das wäre irgendwie cool, wenn Menschen hier wären. Ja, und es ist echt, finde ich, eine gute Frage, ob alleine sein heißt, dass man gleich einsam ist. Also, die Freundin hat erzählt, bei ihr ist es so, sie wohnt gerne alleine und macht dann draußen halt total viel mit Leuten. Also zu Hause tankt sie so auf, ihre soziale Batterie, und dann ist sie total viel draußen und macht Vereinsarbeit und genau, ist so in Gemeinschaft unterwegs. Und drin, das ist halt so ihr Space. Und bei mir ist, glaube ich, auch ähnlich. Ich tanke zu Hause auf jeden Fall auch auf. Aber irgendwie brauche ich das halt, dass noch wer anders da ist, dass so ein bisschen Leben oder ein bisschen Schwung irgendwie drin ist. Also ich hatte vorhin zu der Freundin so gesagt, es ist wie so ein Molekül, was dann halt quasi so angestupst wird von einem anderen Molekül. Und wenn ich merke, wer anders in der Bude hat halt auch einen Rhythmus, dann komme ich viel besser so in meinen Rhythmus rein. Also, ja, das ist irgendwie so der Benefit für mich, wenn man mit Menschen zusammenlebt. Dass halt, dass man einfach so sich gegenseitig, ja, so anstößt. Und halt aber trotzdem jederzeit seinen Rückzugsort haben kann im Zimmer. Und das, ja, das liebe ich so, mit Menschen schon zusammenleben, aber du hast halt dein Space und kannst wählen, gehst du in die Gemeinschaftsräume wie Küche und Wohnzimmer oder gehst du in dein Zimmer. Ja, das sind so meine Gedanken dazu. Und ich weiß, dass das Thema, ich glaube, das ist so unterschiedlich bei jedem. Also jeder hat da, glaube ich, so andere ja, Präferenzen. Und ich finde es so spannend, halt auch rauszufinden, was einem gut tut dabei, weil ich weiß nicht, ich wohne jetzt in meiner wievielten WG, sind schon 3 oder 4, und man lernt halt jedes Mal was dazu über sich und welche Umstände einem gut tun, welches Umfeld gut ist. Ja. Das ist zu meinem WG-Talk. Ja.